wir haben genug Archer für diesen Turm hier. Schon mal zusammen. Oh ja, genau, rennt ins Wolfsgebiet. Das hätte ich, habe ich gerne. Da kommt nämlich der Alpha-Wolf noch. Gegen den ihr dann gar keine Chance mehr habt. Ich verstehe nur nicht, warum wir hier kein Tor errichten, keine Mauer errichten können. Für alles muss ich erst mein Schloss upgraden. Okay, die zu dismanteln hat nichts gebracht. Nur, dass ich sie jetzt wieder aufbauen darf. Ah, doch. Sehr gut. So, jetzt habe ich genug, um den hier freizuschalten. Als nächstes die Märkte, das wäre vorteilhaft. So, das heißt, ich habe jetzt hier den Steinbruch. Jetzt sollte ich eigentlich anfangen können, hier den Wolfsbau auszurotten. Ihr seid Bogenschützen. Ihr steht auf diesem Turm.
Sag mir jetzt bloß nicht, das können nur Nahkämpfer. Oh, ach ja, ich muss ja auch noch hier. Da kommen sie. Fast keiner schießt auf sie. Jetzt buggen sie da rum. Schön. Okay, wer auch immer der da jetzt gestorben ist. Ich hinterfrage das einfach mal nicht. So, noch ein Haus. Und dann brauchen wir ein Feld. Oh, der Vorteil ist, Felder sind klein. Gut. Stein, mit dem ich noch nichts anfangen kann. Oh, aber ich kann forschen. Market Builders Guild. Ach stimmt ja, das ist ein Instant-Ausbau. Das ist dann immer praktisch. Das heißt, wir haben jetzt die ganzen Forschungen hier freigeschalten.
Stein haben, können wir auch die Taverne upgraden. Hier ist wieder, glaube ich, ein Rundungsfehler, weil 24... Ne, doch. 24 minus 19 war 9. So, graden wir mal zwei Häuser ab. Wobei eins reicht gerade. Wir bauen ja hier noch eins. So, jetzt kriegen wir, oh gut, viel mehr Nahrung rein, das ist gut. Können jetzt auch das Warehouse freischalten. Was für Ressourcen haben wir denn eigentlich, die wir traden können? So, errichten wir hier mal einen Markt. Zwei weitere Arbeiter wären nicht schlecht. Ach ja, die Taverne wollten wir auch upgraden. Für besseren Mut. Ich sollte eigentlich Wolle verhandeln können. Ja. Gut, jetzt gleich die Taverne. Und ja, ich würde sagen, wir speichern an dieser Stelle mal. Let's play. Und ich denke, das reicht dann auch als Einblick, was sich so geändert hat. Es ist ein bisschen was, nicht viel, aber ja. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Wie gesagt, das war jetzt nur eine weitere Let's Show Staffel. Um mal zu sehen, was sich so geändert hat nach so vielen Patches und Updates. Das letzte Let's Show war ja ein bisschen her. Und einfach, um ein bisschen die Zeit zu überbrücken, bis meine nächsten beiden Projekte anlaufen. Dann danke ich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Hi ho!